Ich heiße euch wieder herzlich willkommen auf Björns YouTube-Welt. In dem heutigen Video geht es wieder um die LSC Smart Home Geräte von Action. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du eine Zeitsteuerung einrichtest. Also, wenn dich das interessiert, dranbleiben, nach dem Intro geht's weiter. Ja, wie ihr wisst, ich habe ja hier meine LED-Spots unter meinen Regalen angebracht und die werden alle mittels Smart Home gesteuert. Das zeige ich euch mal eben. Dafür muss ich mal wieder unhöflicherweise mein Smartphone verwenden. Und um das Ganze dann einmal zu synchronisieren, muss ich einmal schnipsen, damit ich das dann auch synchron im Video zeigen kann. Und ich gehe jetzt hier auf meine Smart Connect App und ihr seht schon, ich habe so allerhand Geräte. Und dieses Gerät heißt Schreibtisch, das ist dann, ihr seht es, der Spot. Und den möchte ich jetzt mit euch in eine Zeitsteuerung einstellen. Ihr seht jetzt, wir haben 17.15 Uhr auf meinem Smartphone-Display. Wir gehen jetzt einfach unten auf den Button Smart. Und ihr seht, es ist gerade ziemlich leer hier, nicht wirklich irgendwas vorhanden. Wir gehen jetzt oben auf das Plus und jetzt können wir hier mehrere Zustände auswählen und unsere smarte Abfolge, so heißt es richtig, programmieren. Als erstes gehen wir hier auf Zeitsteuerung und wählen eine Uhrzeit aus, wann wir das an- oder ausschalten möchten. Je nachdem, wir fangen erstmal an mit Einschalten. Ich wähle jetzt hier 17.20 Uhr aus, kann hier oben sagen täglich oder nicht täglich, je nachdem, wie ihr das haben möchtet. Und dann gehe ich auf Weiter. So, dann sehen wir hier so in diesem ganz kleinen grauen Kasten Zeitsteuerung. Wann das geschehen soll, ist schon da. Jetzt sollen wir das Gerät auswählen. Betreiben Sie ein Gerät und wir nehmen hier Schreibtisch. Das wäre in dem Fall dann auch wieder diese Lampe. Und ja, hier haben wir einen Switch. Den können wir auswählen. Dann können wir an oder aus auswählen und drücken dann unten auf Speichern. Oben rechts in der Ecke gehen wir auf Weiter und dann gehen wir einfach auf Speichern. Dann haben wir schon mal die Einschaltung automatisch aktiviert. Jetzt gehen wir wieder auf das Plus, jetzt machen wir das gleiche Spielchen mit der Ausschaltung. Wenn sich das Wetter ändert, natürlich nicht, also wieder Zeitsteuerung. Dann nehmen wir jetzt hier 17.21 Uhr, wieder täglich, drücken auf Weiter und wählen jetzt unser Gerät aus. In dem Fall auch wieder die Schreibtischlampe, gehen auf Switch, wählen die Funktion Off aus, gehen auf Speichern, gehen auf Weiter und speichern das Ganze ab. Und dann sollte das funktionieren. Das Ganze werde ich jetzt einmal demonstrieren. Wir haben jetzt 17.17 Uhr und ich werde euch das jetzt gleich einmal in Zeitraffer die eine Minute abspielen und mit ein bisschen Musik untermalen. Dann könnt ihr sehen, dass diese Abfolge funktioniert. Aber wofür kann man das jetzt zum Beispiel gebrauchen? Das ist jetzt eine Steckdose, die ich schalte. Das könnt ihr natürlich auch mit den smarten LEDs machen, die ich auch bei Action erworben habe. Und ihr könntet damit zum Beispiel eure Weihnachtsbeleuchtung ein- und ausschalten. Oder eine Hintergrundbeleuchtung, wenn ihr jetzt am Arbeiten seid, sodass das zum Beispiel auch mit dem Sonnenuntergang automatisch ein- und ausgeht, dann ist das statt einer Zeitsteuerung halt eine andere Funktion. Aber ich denke mal, dass das echt sehr gut zu gebrauchen ist, denn dann kann man sich auch die ganzen Zeitschaltuhren sparen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe hier sowieso eine Beleuchtung, die ich immer nutze, dann soll die zu einer gewissen Zeit an- und ausgehen. Oder aber ich kann sagen, okay, meine Weihnachtsbeleuchtung, die hänge ich jetzt auch an so eine Steckdose. Ich kann sie aus der Ferne ein- und ausschalten. Wenn ich jetzt auf der Couch sitze und mich das beim Filme anschauen stört, dann kann ich das Ganze einmal ein- und ausschalten per Smartphone oder auch per Sprachbefehl. Das ist übrigens Alexa und Google Home fähig. Und dann kann ich die ganze Funktion ein- und ausschalten. Jetzt muss ich erstmal aufpassen, dass dieser Spot, ja, mich nicht jetzt so richtig gehört hat und jetzt gleich wieder dazwischen redet, hat es aber nicht wahrgenommen. Und ja, es ist halt eine komfortable Nutzung. Das könnte man aber auch für eine andere Funktion, wie zum Beispiel ein Aquarium verwenden. Natürlich sind die Stecker nicht wasserdicht, da müsst ihr immer dran denken, aber ist eine Zeitschaltuhr eigentlich auch nicht. Ja, man kann sie auch nicht für den Außenbereich verwenden, das muss man dazu sagen, aber in ein Gartenhäuschen könnte man das schon wieder einbauen und dann zum Beispiel das Kabel nach draußen führen, womit man dann seine Gartenbeleuchtung oder auch seine Weihnachtsbeleuchtung im Garten oder vor dem Haus mit ein- und ausschalten kann. Total einfach und es ist jetzt auch nicht teuer. So, genug geredet. Ich mache jetzt einmal meine Beleuchtung aus und dann schauen wir uns das Ganze einmal an. Thank you.
ihr habt gesehen, das Ganze hat jetzt funktioniert. Man kann natürlich die Zeit entsprechend anpassen, wie ihr das gerne nutzen möchtet. Und wenn dir das Video gefallen hat und du weiter solche Videos mit diesem Inhalt magst, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da und kannst auch meinen Kanal abonnieren. Also, ist völlig kostenlos auf YouTube. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Björn.